Moin Moin, guten Tag, guten Abend, guten Nacht, je nachdem wann ihr dieses Video schaut. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Ja, ich habe hier Peanut Butter, also Erdnussbutterriegel mit Karamell und Salz. Erdnussbutter ist zwar eigentlich nicht so meins, aber ich habe das hier mitgenommen, hauptsächlich wegen Karamell und dem Seesalz. Da verspreche ich mir ein bisschen was von. Kann natürlich auch möglich sein, dass ich mich hiermit vergriffen habe, dass ich sage, I, pfui Teufel, was ist das? Kann auch möglich sein, ich kenne sie nicht. Ich habe diese Packung jetzt hier aus dem Action. Ja, 100 Gramm haben 517,31 Kilokalorien. Ist also auch schon nicht schlecht. Ihr habt hier die Daten. Da könnt ihr euch zu das Video anhalten. Ihr habt hier, wo ist es? Ja, auch ziemlich. Moment, habe ich es jetzt? Ja, ihr habt hier die Zusatzliste oder Zutatenliste. Könnt ihr euch auch gerne das Video dazu anhalten. Und ich muss jetzt hier erstmal einen Cut machen. So, sorry für den kleinen Schnitt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich war. Ja, wie gesagt, es sind Erdnussbutterriegel mit Karamell und Seesalz. Das Ganze sind drei Softbars, also drei Riegel. Und da werden wir jetzt mal, naja, na gut, sie sind relativ weich. Und wir werden jetzt mal hier einen aufmachen. Wenn ich ihn dann aufkriege, heißt es, Mann. So, ich will ihn jetzt nicht unbedingt jetzt pur anfassen. So sieht er aus. Ja, dann wollen wir mal probieren. Auch hier ist wieder das gleiche Problem wie mit dem anderen Riegel, den ich da hatte. Ich vermisse hier so ein bisschen das Karamell. Wobei ich sagen muss, hier ist das Karamell ein bisschen intensiver, aber auch hier der Nussgeschmack wieder voll und ganz im Vordergrund. Karamell ist leider ein bisschen hinter. Das Salz hier kommt im Nachhinein erst. Und ich muss sagen, das ist so was, was jetzt so gar nicht richtig dazu passt, meiner Meinung nach. Zu diesem Karamell-Nuss-Geschmack, so leicht süß und dann so leicht säuerlich.
Das ist was, was mir nicht so zusagt. Von daher, ich habe mir hier ein bisschen mehr erhofft von diesem Riegel. Aber gut, man kann immer nicht alles haben. War ein Versuch wert. Die werde ich mir definitiv nicht wieder kaufen. Also ist nicht so meine Geschmacksrichtung. Das ist so, ich sage mal, wenn man davon wirklich die drei Stück weg hat, könnte es schon möglich sein, dass es einen denn nicht so, ich sage mal, gut geht, indem dass es einem vielleicht sogar schlecht wird davon, von diesem übermäßigen Genuss von diesem Kram. Weil, ja, dieses Verhältnis meiner Meinung nach nicht richtig passt. Dieses Karamell, Salz hier, Erdnuss hier, das ist nicht so, ich sage mal, wie erhofft. Wie gesagt, es ist nur schwach. Man merkt nur schwach diesen Karamellgeschmack. Ganz intensiv, wie bei dem anderen auch, ist dieser Nussgeschmack. Der ist hier richtig intensiv, genauso wie es bei dem anderen auch so war. Und das Salz hier, das kommt so, ich sage mal, in Anführungsstrichen im Abgang, was auch nicht so meins ist. Obwohl eigentlich süß und salzig, das ist eigentlich meistens immer eine Kombination, die sehr gut passt. Aber hier passt es halt eben nicht so. Ich gehe mal von aus, es liegt daran, weil das Karamell von sich aus nicht so süß ist. Wäre es süßer, wäre es vielleicht wieder eine ganz andere Geschichte. Aber so ist es. Das Karamell ist zu, das ist zu schwach meiner Meinung nach. Und das Salz hier ist zu viel. Das überwiegt dann nachher und das ist das, was nicht so hundertprozentig passt, meiner Meinung nach. Aber gut, das muss jeder selber wissen. Das war jetzt hier dieses Video mit den Riegeln. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ich würde auch mich sehr über ein Abo freuen. Wenn ihr die Glocke denn auch betätigt, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Genauso würde ich mich freuen, wenn ihr auch mal bei Instagram vorbeischaut. Also schaut denn ruhig mal bei Instagram vorbei. Guckt mal rein, was es da so alles gibt. Da kann das ein oder andere auch mal sein, was ein bisschen früher gezeigt wird. Oder es kann auch mal sein, was ich nicht versprechen kann, aber es könnte auch mal sein, dass auch mal da was außerhalb von diesen Tests hier zu sehen gibt. Okay, seid einfach gespannt. Wenn ihr Lust drauf habt, schaut mal vorbei. Wie gesagt, ich bedanke mich jetzt hier für das Zuschauen dieses Videos. Ich sage schönen Dank und ciao, bis zum nächsten Mal.